Seid gegrüßt zu einem neuen Video. Heute erklärt uns die Ökonomin Friederike Spieker, wieso wir in Deutschland keinen Arbeitskräftemangel haben und warum wir auf eine Rezession zusteuern. Schön, dass ihr dabei seid. Beziehungsweise uns schon in ihr drin befinden. Bei Speakers Corner. Mein Name ist Stefan Dudai und ich begrüße Friederike Spieker. Hallo. Friederike, wir wollen aufgreifen, was wir beim letzten Mal im Video besprochen haben, dass nämlich der Rückgang der Preise, der Rückgang der Inflation mit den hohen Zinsen der Europäischen Zentralbank gar nichts zu tun hat. Aber die Frage lautet ja, wenn die Zinsen jetzt so hoch sind, welche Konsequenzen hat das für die Wirtschaft? Ja, ich denke, es steht zu befürchten, dass das Ergebnis dieser restriktiven Geldpolitik der hohen Zinsen erst noch ansteht, erst noch kommt, dass also sozusagen noch Druck in der Pipeline ist und dass wir die Dämpfung der Investitionen noch ganz anders sehen werden. Und das ist besonders ärgerlich, weil wir eigentlich, um den Klimaschutz bewältigen zu können, um die Anpassung an den Klimawandel hinzubekommen, viele Investitionen bräuchten und auch, um von importierten Preissteigerungen unabhängiger zu werden. Also man muss innovativ sein, um weniger auf Rohstoffimporte und auf Energieimporte angewiesen zu sein. Auch das erfordert Investitionen. Und insofern ist diese Geldpolitik eben kontraproduktiv und wird auch für die europäische Wirtschaft konjunkturell sehr problematisch werden. Also bis hin zu einer Rezession kann es da schon kommen. Aber ist denn der deutsche Arbeitsmarkt nicht... Beziehungsweise in Deutschland sind wir schon in einer Rezession und in anderen Ländern in der Eurozone sieht es zwar ein bisschen besser aus, aber auch nicht viel besser. Eigentlich in einer robusten Verfassung. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat Anfang November in einer Pressekonferenz gesagt... Meine Damen und Herren, die Herbstbelebung bleibt auch im Oktober schwach. Arbeitslosigkeit nimmt weniger ab, als wir das normalerweise im Oktober gewohnt sind. Die Beschäftigungsentwicklung stagniert und die gemeldete Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist nach wie vor rückläufig. Die deutsche Wirtschaft, das kann man wirklich so sagen, tritt nun seit gut einem Jahr mehr oder weniger auf der Stelle und ist zuletzt auch wieder etwas geschrumpft. Und nach so einer langen Zeit merken wir das jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt. Angesichts der Wirtschaftsdaten behauptet sich der Arbeitsmarkt aber vergleichsweise gut. Ja, das hat sie gesagt, aber womit vergleicht sie? Die Beschäftigung ist immer ein nachlaufender Indikator, was die Konjunktur angeht. Und wir fangen eben jetzt an, die Bremsspuren der konjunkturellen Entwicklung auch auf dem Arbeitsmarkt zu... Ja, man könnte sich... Also trotzdem steigt die Arbeitslosigkeit in Deutschland schon seit über einem Jahr und die Zahl der offenen Stellen sinkt. Das heißt, obwohl das ein nachlaufender Indikator ist, sehen wir hier einen ganz klaren Abwärtstrend. Sehen. Also die Arbeitslosigkeit steigt allmählich, noch nicht in großen Schritten, aber doch kontinuierlich. Wir sind aktuell saisonbereinigt bei 2,6 Millionen Arbeitslosen. Wenn man die Unterbeschäftigung noch dazu rechnet, sind es 3,4 Millionen. Das sind Arbeitslosenquote bei 5,8%, Unterbeschäftigungsquote bei über 7%. Und wenn man dann noch die stille Reserve hinzunimmt, also die Leute, die arbeiten könnten, aber dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, sind wir bei über 6 Millionen, die nicht arbeiten. Aber im europäischen Vergleich steht Deutschland doch mit einer harmonisierten Quote von 3,0% bei der Arbeitslosigkeit relativ... Die harmonisierte Quote ist die Quote, die noch viel, viel mehr schön gerechnet wird als die deutsche Quote. Also ihr merkt, was da alles rausgerechnet wird, die stille Reserve beispielsweise. Gut da, der nach denselben Regeln berechnete Durchschnitt in der Europäischen Wirtschaftsunion insgesamt liegt bei... 6,4%. Ja, das macht es aber nicht besser. Also wenn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern so viel besser dasteht, ist ja die Geldpolitik für die anderen Länder noch viel dramatischer und schlechter. Also Frankreich liegt über dem Durchschnitt der EWU, Italien ähnlich. Spanien ist zweistellig, auch die baltischen Staaten, Estland mit über 7%, Lettland, Litauen mit über 6% stehen nicht so gut da. Das wäre also gerade kein Argument zu sagen, dass die EZB keinen Schaden anrichtet. Aber die Europäische Zentralbank sagt, sie sei für die Beschäftigung, für Arbeitslosigkeit nicht zuständig. Ihr Politikbereich ist die Inflationsrate und die soll etwa... Das stimmt nicht mal. Also es gibt ja das Konzept der Nairu. Das heißt, die EZB will die Arbeitslosigkeit erhöhen, um die Inflation zu senken. Also das ist das Ziel der EZB, was allein deshalb schon völlig bescheuert ist, weil die Inflationsrate so schon wieder runtergekommen ist, ohne
dass man dafür die Arbeitslosigkeit hätte erhöhen müssen. Wir haben einen Rohstoffpreisschock, der jetzt wieder zu Ende ist und der keine dauerhafte Erhöhung der Inflationsrate bedingt. 2% betragen. Ja, das ist schon richtig, dass das so in den Statuten der EZB festgehalten ist. Aber bei jeder Medizin überlegt man, wenn man die Therapie beurteilen will, nicht nur, was die Medizin direkt bewirkt, sondern auch, wie die Nebenwirkungen aussehen. Ja, in der Analogie könnte man auch noch sagen, wie sieht überhaupt die Krankheit aus? Ist die Krankheit eine dauerhafte, endogen erzeugte Inflation? Haben wir also Lohn- und Preissteigerungen, die sich gegenseitig treiben? Nein, das haben wir nicht. Wir haben einen Rohstoffpreisschock, an dem die EZB nichts ändern kann. Die EZB kann die Kataris oder die Russen nicht dazu zwingen, dass sie uns billiger ihr Öl verkaufen. Und wenn die unerwünscht hoch sind, dann ist man mit der Dosierung vorsichtiger. Und meine Ansicht ist eben, dass die Nebenwirkungen der jetzigen Geldpolitik noch ganz dramatische Auswirkungen haben wird. Andererseits ist es so, dass Isabel Schnabel, die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin, die im EZB-Direktorium sitzt, und auch ihre Präsidentin Christine Lagarde sagen, dass die Arbeitslosigkeit in der Eurozone einen historischen Tiefstand erreicht hat. Ja, das ist von den Fakten her gesehen falsch. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist heute niedriger, als sie 2005 war. Das sind so die Daten, die man heute für den Euroraum mit 20 Mitgliedern beim Statistikamt der Europäischen Union finden kann. Und wenn man die Arbeitslosigkeit der 12 Gründungs... Ihr seht es hier, wenn man die Arbeitslosigkeit über lange Zeiträume vergleicht, dann war die Arbeitslosigkeit in der EWU 12, die ähnlich hoch ist wie die Arbeitslosigkeit in der EWU 20. Also EWU 20 ist die gesamte Währungsunion, EWU 12 ist nur ein Teil der Europäischen Währungsunion, aber EWU 12, EWU 20 bewegt sich relativ nah beieinander, wie ihr hier sehen könnt. Also ja, kann man das, glaube ich, gut vergleichen. Also ihr seht hier, die Arbeitslosigkeit lag Anfang der 70er nahe 2%. Heute liegt sie noch bei über 6%. Noch schlimmer sieht es in Westdeutschland aus. Arbeitslosigkeit Anfang der 70er unter 1%. Zahl der offenen Stellen ungefähr 10-mal so hoch wie die Zahl der offiziell Arbeitslosen. Heute haben wir ja die schön gerechnet, stimmt, das ist ja die schön gerechnete Arbeitslosenquote. Die ist tatsächlich heute auch schon relativ gering. Aber wie gesagt, das ist die schön gerechnete Arbeitslosenquote. Mitglieder der oder die harmonisierte, wie man es in Ökonomendeutsch sagt. Die EU zusammenrechnet, dann kommt man auch auf einen höheren Wert für das Jahr 1999, also den Beginn der Währungsunion, als im Vergleich zu heute. Wenn man aber weiter zurückschaut, nämlich bis in die 70er Jahre, dann sieht man, dass die Arbeitslosenquote damals in diesen 12 Gründungsstaaten... Das stimmt. Anfang der 70er Jahre hatten wir auch noch ein wesentlich besseres internationales Währungssystem. Das kommt auch noch dazu, nämlich das Bretton Woods-System. Da hatten wir feste, flexible Wechselkurse, die alle paar Jahre immer wieder angepasst wurden. Das ist dann Anfang der 70er leider zerbrochen, aber... Das hat tatsächlich mit dazu beigetragen, dass sich die Volkswirtschaften in Westeuropa und in USA und in Ostasien so gut entwickeln konnten in der Wirtschaftswunderzeit. Deutlich niedriger war, als sie heute ist. 70er Jahre, ist das nicht ein bisschen sehr weit zurückgeschaut? Nein, die EZB selber zieht den Vergleich mit den 70er Jahren und bis Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Und zwar schaut sie auf die beiden Ölpreiskrisen damals und begründet mit der damaligen Reaktion der Gewerkschaften, die zumindest nach der ersten Ölpreiskrise versucht haben, starke Lohnerhöhungen durchzusetzen und das auch geschafft haben. Genau mit dieser Zeit begründet die EZB ihre... Damals haben die Zentralbanken durch viel zu starke Zinserhöhungen sowohl in der ersten als auch in der zweiten Ölkrise wirklich riesigen Schaden angerichtet und die Arbeitslosigkeit dermaßen hochgetrieben, wie ihr das gerade in dem Chart hier sehen konntet. Ihre Skepsis gegenüber der heutigen Lohnpolitik und sagt eben, wir befürchten, dass die Gewerkschaften wieder starke Lohnerhöhungen werden durchsetzen können, denn wir haben nach Meinung der EZB einen historisch niedrigen Arbeitslosenstand. Also muss ich mir auch den Stand der Arbeitslosigkeit von damals anschauen und der war eben extrem viel geringer. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Deutschland hat vor der ersten Ölpreiskrise eine Arbeitslosenquote von weniger als 1% gehabt und die 12 EWU-Gründungsmitglieder zusammen hatten eine Quote von unter 3%. Das ist also weit von den Werten entfernt, die wir heute haben. Und auch zu Beginn der zweiten Ölpreiskrise war es in Europa noch nicht so dramatisch wie heute. Da hat Deutschland immerhin noch weniger als 3% Arbeitslosigkeit gehabt und die EWU im Schnitt nur 5,5%. Das heißt, wenn die Arbeitslosigkeit heute höher ist, ist die Verhandlungsposition der Gewerkschaften heute schwächer, als sie damals war. Und das ist auch ein klares Argument
gegen die Skepsis der Europäischen Zentralbank, dass hier eine Lohnpreisspirale drohen könnte. Aber ich lese ständig Sätze, die von... Ja, wir sehen es auch in den Statistiken nicht. Also nirgendwo zeigt sich eine großartige Beschleunigung der Löhne. Also wir hatten einmalig höhere Lohnabschlüsse, wir hatten Einmalzahlungen, aber wirklich ein dauerhaft stärkeres Lohnwachstum haben wir vielleicht in einigen kleinen osteuropäischen Staaten. Aber das ist dann das Problem der nationalen Lohnpolitik in diesen kleinen Staaten. Wenn man sich die gesamte EWU anguckt, dann haben wir keine deutliche Beschleunigung des Lohnwachstums. Fachkräftemangel reden. Und wenn wir immer weniger junge Leute haben und dafür mehr ältere... Also wie gesagt, wir sehen etwas stärker steigende Löhne, nachdem die Löhne in den letzten 15 Jahren viel zu schwach gestiegen sind. Aber nichts, was großartig auf dauerhaft hohe Inflation hindeuten würde. Menschen. Wird das nicht die Verhandlungsposition der Arbeitnehmerseite verbessern? Also da möchte ich doch jetzt auf die kurze und mittlere Frist schauen und nicht auf die nächsten 30 und noch mehr Jahre. Und in der kurzen und mittleren Frist würde ich sagen, spricht die Lage, also die Zahl der Arbeitslosen in den europäischen Nachbarländern auf jeden Fall dagegen, dass die Gewerkschaften eine starke Verhandlungsposition aktuell haben. Und in Deutschland mag das ein bisschen anders sein, aber nicht so dramatisch anders. Naja, es gibt da sehr viele Bereiche. In der Pflege werden Änderungen und Menschen gesucht, im Handwerk, die Bundeswehr braucht. Ich habe jüngst eine Umfrage gesehen, nachdem 300.000 bis 600.000 fertig ausgebildete Pflegekräfte, falsch rum erzählt, dass man in der Pflege 300.000 bis 600.000 Vollzeitäquivalente zusätzlich schaffen könnte, also 300.000 bis 600.000 Vollzeitstellen, wenn man die Löhne erhöhen oder die Arbeitsbedingungen verbessern würde. Zum einen, weil viele Pflegekräfte, die aktuell nur in Teilzeit arbeiten, bereit wären, in Vollzeit zu arbeiten, bei höherem Lohn und bei besseren Arbeitsbedingungen. Zum anderen, weil viele fertig ausgebildete Pflegekräfte, die diesen Beruf wieder aufgegeben haben, bereit wären, zurückzukehren, wenn sich die Arbeitsbedingungen wieder verbessern würden, beziehungsweise wenn der Lohn steigen würde. Also man könnte durch deutliche Lohnsteigerungen hier tatsächlich viele Leute zurück in diesen Job locken. Und wie gesagt, ich habe die Zahl gerade genannt, 300.000 bis 600.000 Vollzeitäquivalente. Die Zahl hatte ich auch schon mal in einem Wirtschaftstalk mit MMT mit Jan. Schaut euch den gerne auf meinem Erstkanal an. Ja, hatte ich da auch schon mal besprochen. Personal, Soldaten und im Transportwesen ist es auch nicht besser. Das ist richtig. Und das sind ja Entwicklungen, die jetzt nicht ganz neu sind. Da darf ich mal so ein bisschen fies nachfragen. Normalerweise wird ja so sehr auf die Marktkräfte vertraut und gesagt, wo ein Mangel ist, da steigt der Preis und dann wird eine Überschussnachfrage auch bedient, weil einfach mehr Leute dann was anbieten. Und auf dem Arbeitsmarkt scheint das immer mal nicht zu gelten. Also wenn die Pflegekräfte so gut bezahlt würden, wie sie knapp sind, dann müsste dieser Mangel jetzt auf Dauer auch mal beseitigt werden. Ja, Marktwirtschaft gilt immer nur, wenn die Arbeitgeber davon profitieren. Ansonsten darf man das auf keinen Fall machen. Ansonsten muss man aus aller Welt Arbeitsmigranten herholen, damit die Löhne auch ja nicht zu stark steigen. Da scheint das mit diesem Marktmodell nicht so einfach zu funktionieren. Ich will das auch nicht behaupten, dass das Marktmodell zur Beschäftigungslage viel beizutragen hat. Ich will nur mal anmerken, dass, wenn es um Lohnerhöhungen geht, die Frage, wie die Marktkräfte wirken sollten, doch ganz anders beurteilt wird, als wenn es um Lohnmoderation zur Beseitigung von Arbeitslosigkeit geht. Naja, und dann gibt es mittlere oder auch große Betriebe, bei denen steht, wenn ich die Äußerung der Arbeitgeber nehme, die Drohung im Raum, Betriebe oder Betriebsteile ins Ausland zu verlagern. Ja, da würde ich sagen, das ist eine recht widersprüchliche Argumentation. Also wenn man einerseits über den Arbeitskräftemangel klagt, dann tut die Arbeitgeberseite das, um die Politik dazu zu bewegen, beim Personalanwerben aus dem Ausland zu helfen. Es ist nämlich viel billiger, gut ausgebildete Arbeitskräfte aus dem Ausland zu bekommen, als selber hier im Land hohe Steuern zu zahlen, um auch unser Bildungssystem vernünftig zu finanzieren. Man hat eben jahrelang auf Steuersenkungen gedrängt. Man hat die Exakt, das ist der Punkt. Die Fachkräfte selber auszubilden ist viel teurer. Deswegen will man sie ja aus anderen Ländern abwerben und darunter leiden vor allem viele osteuropäische Länder, die eine noch viel schlechtere Demografie als wir haben. Also so Länder wie Bulgarien, Rumänien oder die Ukraine, die sind viel härter vom demografischen Wandel getroffen als wir hier in Westeuropa. Da sind nach der Schocktherapie in den 90ern die Geburtenraten stärker eingebrochen als hier in Westeuropa. Und jetzt leiden diese Länder eben unter dieser extrem hohen Abwanderung.
Und ja, diese Länder haben eine relativ gut ausgebildete Bevölkerung. Das heißt, die jungen und gut ausgebildeten hauen ab. Also, wie sollen diese Länder in Zukunft ihre Sozialsysteme finanzieren? Wie sollen diese Länder in Zukunft eine Wirtschaft aufbauen? Ja, wie sollen die das in Zukunft schaffen bei dieser hohen Abwanderung? Das geht einfach nicht. Und das ist halt diese wunderbare deutsche Migrationspolitik. Schwarze Null befürwortet, auch von Arbeitgeberseite. Und der Preis, den wir heute dafür zahlen, ist, dass es Deswegen, wenn wir Fachkräfte wollen, dann müssen wir sie selber ausbilden. eben im Bildungssystem eine gewisse Misere gibt. Und darüber sprechen wir nicht so gerne. Es ist eben einfacher, sich dann die Arbeitskräfte, die gut ausgebildeten, auf Kosten des ausländischen Steuerzahlers nach hier zu holen. Und wenn dann am nächsten Tag damit gedroht wird, man könnte Betriebe ins Ausland verlagern, ist das im Grunde genommen auch eine Taktik, um Subventionen oder Steuererleichterungen zu erreichen. Und es ist in meinen Augen deshalb widersprüchlich, weil man mit der Drohung, Betriebe ins Ausland zu verlagern, ja eigentlich gar keinen Punkt machen kann, wenn hier so ein starker Arbeitskräftemangel herrschen würde. Denn warum sollte sich ein Politiker dann von der Drohung, dass Betriebe abwandern, unter Druck setzen lassen? Dann müsste er ja sagen, no, das ist ja ganz gut, wenn ihr abwandert, dann löst das unser Arbeitskräfteproblem hier für andere Betriebe, die kommen dann eher zum Zug. Also es ist ein gewisser Widerspruch und Natürlich ist es ein Widerspruch, weil wir eben kein Arbeitskräfteproblem haben. Also wir hatten eben gerade die Zahlen. deswegen würde ich diese beiden Argumente auch gerne gegeneinander abwägen und sagen, also eines von beiden kann nicht stimmen. Aber welche Darstellung hältst du für plausibler? Bekommen wir einen Fachkräftemangel oder droht ein Anstieg der Arbeitslosigkeit? Wir haben schon einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Also, dass wir in einigen Bereichen nicht genügend gut ausgebildete Arbeitskräfte haben, das ist sicherlich richtig. Und dieses Problem zu lösen erfordert einen langen Atem und wir müssen unser Bildungssystem da auch auf Vordermann bringen. Aber kurz- bis mittelfristig sehe ich eher die Gefahr, dass es auf dem Arbeitsmarkt nicht so rosig aussieht. Das gilt auf jeden Fall für den Großteil der europäischen Länder und das ge gilt auch bis zu einem gewissen Grad für Deutschland. Ich sehe da nicht so rosig in die Zukunft und genau deswegen glaube ich, dass das Argument der Europäischen Zentralbank oder die Warnung der Europäischen Zentralbank, uns stünde eine Lohnpreisspirale möglicherweise ins Haus, nicht richtig ist. Wenn wir keine Lohnpreisspirale bekommen, wie du sagst, Ja, ihr habt es gerade gehört, wir haben keinen Arbeitskräftemangel, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ein Problem mit Unterbeschäftigung. Wir haben ja eine zu schlecht laufende Wirtschaft. Die Politik muss mehr Geld ausgeben, die Zinsen müssen runter, damit all die Menschen, die gerade keine Beschäftigung haben, ich habe gerade gehört, Friederike Spieker hat von 6 Millionen Menschen gesprochen, die arbeiten könnten, aber ja, das eben nicht können, weil eben die Stellen nicht da sind, weil wir zu wenig Arbeitsmöglichkeiten haben. Also da muss die Politik endlich Geld ausgeben, da müssen wir endlich Geld in die Wirtschaft pumpen, damit endlich Vollbeschäftigung erreicht wird, was eigentlich auch das ein wirtschaftspolitisches Ziel jeder vernünftigen Regierung sein sollte. Aber dieses Ziel ist in der Politik in den letzten 40 Jahren komplett aus dem Blick geraten. aber die Zinsen recht hoch sind und dass die Wirtschaft abwürgen wird und abwirkt, wie du sagst, gibt es denn noch andere Mittel der Wirtschaftspolitik, sich gegen eine Rezession zu stemmen? Ja, das ist eine gute Frage und ein sehr schwieriges Thema, denn die Geldpolitik sitzt meiner Ansicht nach am längeren Hebel auf Dauer. Die Lohnpolitik kann sich gegen eine sehr restriktive Geldpolitik im Prinzip nicht wehren. Sie kann versuchen, vernünftig zu bleiben, keine Lohnpreisspirale loszutreten, um der Geldpolitik nicht im Nachhinein noch Argumente zu liefern, dass ihre Restriktion richtig war. Aber sie kann natürlich einen Niedergang der Konjunktur ihrerseits nicht wirklich aufhalten. Wichtig wäre auch, dass nicht die Fiskalpolitik noch mit auf die Konjunktur eindrischt durch ein extremes Sparverhalten, wie das nun mal aus der deutschen Haushaltspolitik sich ankündigt und wie es auch die europäischen Fiskalregeln im Prinzip vorsehen. Fiskalpolitik ist die Politik des Staates, sind die Einnahmen. Ihr habt es gerade gehört, diese völlig irre Sparpolitik, die vor allem die deutsche Bundesregierung unter Finanzminister Lindner treibt, führt uns in den Ruin. Also wir sparen uns in eine Rezession hinein. Etwas Bescheuerteres kann man nicht machen. Diese Regierung ruiniert unsere Wirtschaft. Und Ausgaben des Staates. Wir machen hier einen Schnitt bis zum nächsten Video, aber ich ahne schon, dass. Ihr habt es gehört, unsere, ja, die EZB, die Regierung tun gerade alles dafür, um die Ja, um die europäischen Wirtschaften, um die deutsche Wirtschaft in den Abgrund zu stürzen. Und dann wird von so einem, ja, Phantasma namens Arbeitskräftemangel geredet, das wir überhaupt nicht haben, das in Wirklichkeit nur eine Propagandaerzählung der Unternehmen ist, um die Löhne drücken zu können, um billige Migration aus dem Ausland fördern zu können.
Naja, also wir werden von vorne bis hinten belogen und verarscht. Friederike Spieker hat es hier wunderbar auf den Punkt gebracht. Wirklich eine gute Frau. Ich möchte zum Abschluss nochmal ihren Kanal empfehlen. Friederike Spieker heißt, der hat schon 91 Abonnenten. Vielleicht werden es ja bald ein paar mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.